Hallo meine lieben Agenten da draußen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Invisible Inc. Ist ja jetzt eine Weile her, weil ich jetzt ja immer Starbound und Invisible Inc. in gewissen Abständen, naja, aufnehme bzw. veröffentliche und aufnehme in dem Fall auch. Und darum lassen wir sie mal hierher laufen und ja, ein paar bisschen hacken. Ja, das heißt, diese Woche wird es zwei Folgen Invisible Inc. eben geben, ja. Und dafür nächste Woche keine Folge, diese Woche keine Folge von Starbound. Jo, nächste Woche gibt's dann Starbound wieder und was? Das war jetzt aber unfair. Soll ich das denn wissen? Kann ich Takedown? Oder funktioniert das nicht doch? Okay, wir können ihn dabei auch noch beklauen. Wenn da läuft er einfach mal direkt hier rein, wo ich bin, in dem Raum. Das ist doch unfair. Und es gab nicht mal Pfeile, die da irgendwas mir gezeigt hätten, dass ich das überwinden könnte. So. Jedenfalls haben wir den einen jetzt für K.O. geschlagen. Ich würde vorschlagen, dass wir hier trotz allem die Tür zuschließen. So. Denn sonst ist mir das alles ja, zu riskant. Genau wie hier mit dem Psychotypen. So, die ist sehr langsam. Dafür würde ich sie, ich denke, so abkommandieren. Zur Wache. So. Lassen wir uns mal hier ein bisschen oben sehen. Ja, kein Wunder. Also, das scheint ein einzelner Raum gewesen zu sein, mehr nicht. Toll, und da kam er natürlich her. Natürlich ist er dann in dem Raum gerannt, weil es da ja nichts gibt. Ganz logisch, würde ich sagen. Aber okay. Schauen wir mal, was wir hier so finden werden. Ja, einen kleinen Raum. Nett. Dann werden wir doch hier direkt mal hineingehen. Und uns, oh, gleich mal hier umgucken können. Ja, es sieht hier nicht sehr schön aus. Wir werden hier erstmal verweilen und schauen, was passiert. Es sieht im Moment aber sehr, sehr hart aus. So, dass hier alles irgendwie vollkommen eingenommen ist. Was ist das? Hexhundbock, den brauche ich erstmal nicht. Wir sind ja voll die Schleicher. Denke, das ist dann okay zum Schleichen so. Wir können ja mal kurz hier reingucken. Ja. Ja, wir schauen da einfach rein. Und nichts öffnen hier, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen hier eins weiter. Da sind keine Pfeile und nichts, also muss ich davon ja ausgehen, dass wir mit ihr hier rennen. Und zwar direkt hierher. Tada! Das muss natürlich aufpassen. Ich kann da nicht bei dem Soundhack-Bug auftauchen plötzlich. So, hier schließen wir die Tür und dann beenden wir die Folge. Der rennt im Moment noch nicht zu mir. Sehr schön. Oh, der ist natürlich jetzt wach. Das ist aber so gewollt. Okay. Gehen wir jetzt hier so lang. Das sieht nicht gut aus. Ich fürchte, dass hier überall irgendwelche Gefahren rumlungern. Das sicherste wäre also im Prinzip zurückzulaufen. Bevor man hier wieder entdeckt wird. Super geil. Hier. So. Den Weg entlang gehen. Wenn wir mit ihr direkt mal hierher gehen. Und ich denke. So. Reload. No Magazin. Hätte ich mir mal kaufen sollen, denke ich. Okay, ja, die laufen dir direkt zurück. Okay. Wir verstecken uns hier dann einfach mal. Behaupte, also tue ich jetzt einfach mal bestimmen. Das scheint mir doch der sicherste Weg zu sein. So. Lass uns mal auch hier umgucken. In dieser Tür. Also, die Psychofritzen sind schon ein hartes Geschäft. So. Das ist sehr ordentlich hier. Kann man immer noch nicht weiter, wirklich, aber das ist natürlich trotzdem sehr ordentlich, ja. Hier ist auch alles rot. Ich frage mich, wieso. Ist hier eine Kamera oder so? Ich sehe nichts. Ich sehe hier absolut nichts. Von der Kamera nichts. Wir sehen ein Safe hier auf jeden Fall. Der ist bestimmt voll safe. Deswegen ist er ja auch ein Safe.
Ja, ich bin dir voll witzig. Ein Safe, der safe ist. Aber jetzt ist er voll unsafe. Und das gibt uns die Chance, hier ein bisschen Loot anzusammeln. 600 gleich mal. Das ist eine Menge. So, jetzt ist die Frage, wieso ist hier überall rot? Wir hoffen mal, dass hier sonst niemand mehr gesehen wird. Ja, okay. Hier ist es nach wie vor rot. Das bedeutet doch, dass uns hier jemand sieht. Also sehen müsste, theoretisch. Aber ich sehe da nichts, was uns sehen könnte. Hier ist auf jeden Fall ein Ding. Kamera. Dann tun wir mal alle Kameras hier hacken. So. Hier ist eine Kamera. Vielleicht sieht die uns ja. Machen wir die weg. Da haben wir dann ordentlich die Leute, die ja ordentlich versteckt sind. So, da können wir ja auch nochmal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Nee. Na gut. Nee, hier ist es auf jeden Fall immer rot, weil da diese Freaks rumlaufen. Ah, nervig. Und da ist die Maschine, wo ich aber hin muss. Und noch mehr Zeugs ist hier. Ach, das sieht mir. Was ist das hier? Warum sind hier überhaupt Feinde rum überhaupt? Ich verstehe das nicht alles. Wo ist überhaupt der Fahrstuhl, wo wir hin müssen? Nicht hier in der Nähe, okay. Wir haben jedenfalls jetzt ein bisschen den Durchblick. Und. Oh, das war ja schlau. No, jetzt kommen sie natürlich nicht mehr raus. Na ja. Ein kleiner Scherz hier. Mit uns. So, also sicherste Weg ist im Prinzip da vorbei vielleicht? Ich weiß es echt nicht. Jetzt können wir theoretisch den Weg nehmen, aber da kommt sofort wieder einer hin und ja. Und beobachtet uns. So, und hier können wir auch nicht lang, weil der hier voll dabei ist. Den wir kaum hauen werden. So, Takedown. Zack. Den können wir auch beklauen. Für noch ein bisschen mehr Geld. Tja, voll super von uns. Haben wir eine geile Wache ausgeschalten. So. Die müssen wir jetzt auch eine Weile beschäftigt halten. Ja, okay. Da mit dir kann ich noch hier so lang. Wenn ich das richtig sehe, ja? Und dann hier noch, so. Ja, das ist doch gut. So können wir hier weitermachen. Und vor allem müssen wir die Kameras... Oh, no, wir haben noch 7 CPU. Also die Kameras werden wir auf jeden Fall noch erobern müssen. Ja, können wir hier weitermachen. Oh, da ist eine Wache, die... Hat uns auf jeden Fall im Visier scheinbar. Das finde ich nicht sehr lustig. Egal, ich hoffe mal, die wird uns nicht überraschen. Also nicht verfolgen oder so. Aber ich glaube, genau das wird sie tun. Egal, ich muss jetzt machen. Hätte ich vorhin machen sollen, dass es nur 1 gekostet hat. Aber ich dachte, ich könnte das vielleicht, naja, übergehen oder so. Hack Soundbug, Emitter. Ein Dämonenprogramm, ja, das ist schön hier. Gut, wir haben keine große Wahl gerade. Wir müssen schauen, ob der jetzt direkt in unsere Richtung rennt. Hat er irgendwas gesehen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Ja, ich muss jetzt hoffen, dass wir... Ja, noch haben wir Glück. Noch können wir, werden wir hier nicht verfolgt, also... Von diesen Typen da. So. Ja, geh endlich weg. Okay, er schaut zumindest in eine andere Richtung. Okay. Die Frage ist jetzt, da kann ich natürlich jetzt erstmal nicht mehr lernen. Ich könnte dafür sorgen, dass sie sich verbessert. Die gute alte Banks. In Sachen Stealthing hier. Wir haben jetzt ein bisschen Geld, oder? Ja. So, okay. Das muss erstmal reichen. Dann muss ich einen viel zu langen Weg, glaube ich, trotz allem gehen. Wohl, kann ich hier trotzdem so lang? Also hier quasi. Ah, da ist auch ein Gegner. Die Ghost Division. Super. Und ich schaue natürlich direkt bei dem Eingang. Ah, wie soll ich denn den jetzt erledigen? Wir müssen da trotzdem lang. Wir werden diese Einheit einfach quasi
bleiben. Ja, kostet 250, sehr schön. Danke. Dann machen wir hier schön. Achso, wir können noch hier jemanden beklauen. Nehmen wir mit, ja. Dann klauen wir hier noch ein bisschen Geld, dann. Und wir benutzen die Mainframe-Server. Und jetzt schauen wir mal, ob wir entdeckt werden, wenn wir uns klonen. So. Ich hoffe mal das Beste dann für mich, dass jetzt mich gar niemand sieht, also auch nicht der Psy-Typi, dass er mich überhaupt sieht. Und mit ihr muss ich jetzt wohl will irgendwo langlaufen. Ja, hier lang. Leider. So, hier werden wir auf jeden Fall nicht entdeckt von den Psy-Typis. So, dann haben wir einen Vorteil. Oh, da werden wir aber gerade sehr stark. Oh mein Gott. Problematisch ist jetzt, dass da ein paar Leute sind. Ja, sehr problematisch. Es gibt hier gerade keinen wirklichen Weg wegzurennen. Aber ich könnte mich um den hier kümmern. Weil der eine schaut gerade weg. Wir taken den down. Und beklauen den. Tada! So, die Frage ist jetzt, da ist das Safe. Können wir hier lang, ohne dass wir entdeckt werden? Wir können den Safe ja auch öffnen, oder? Da passiert ja jetzt nichts. So, wir öffnen also diesen tollen Safe und ich würde sagen, wir laufen jetzt hier diesen Weg so entlang. Und looten. Tada! 300 Credits. So. War hier auch Schutz? Nee, oder? Hier ist kein Schutz, nichts. Na, im Prinzip ist schon etwas Schutz hier. Da, genau, da ist eine Konsole. Das ist sehr schön. Und es sieht aus, als ob ich den einen Typen. Kann ich den dann jetzt hier? Ja, ich kann die quasi wieder hierher. Wir schließen nochmal die Tür und ihn wieder bewusstlos schlagen. Hey, komm, weg mit dir. Haha. So, sieht gut aus, oder? Und ich würde sagen, schauen wir mal, ob mein Plan so funktioniert, wie ich es mir jetzt erhofft habe. Ja, oh, oh, oh. Ich fürchte, wir wurden entdeckt. Mist. Ja, ja, dein Kollege ist gerade im Schlaf. Okay, ich muss den wohl breiben. Nochmal 250 hier. Danke, dafür liegst du aber schön flach. So, jetzt können wir hier uns nochmal umgucken. Auch hier ist eine kleine Einheit. Aber auch, wie ihr seht, dieser schöne Fahrstuhl. Wir können also hier ihn takedown. So, und beklauen. Das ist immer wichtig, wir klauen gerne. So, das andere ist, dass ich hier im Moment nichts machen kann. Muss also erstmals hoffen, dass da nichts passiert weiter mit meiner Person. Ja. So. Das haben wir doch gut erledigt, würde ich sagen. Den Safe kriege ich doch bestimmt auch noch. Ja, egal. Schaffen wir. Ich habe ja den einen quasi schon in Bereitschaft. Ja, 200 Kredits. So. Dann fliehen wir einfach mal. Ciao, würde ich sagen. Haha, eine Agentin ist also in Sicherheit. Und wir sorgen jetzt dafür, nee, sieht nicht gut aus. Wenn ich den verlasse, sind wir in einer möglicherweise starken, also großen Gefahr. Hab hier eine Agentin auf jeden Fall in Sicherheit gebracht, wir sind auf jeden Fall eins weiter. Wir schließen mal hier die dumme Tür und gehen hier so lang. So, schauen wir mal, ob wir die andere Agentin auch noch irgendwie rausbekommen. Es wäre schön, aber ich meine, sind die Typen jetzt woanders, quasi angelockt, aber ja, was machen wir jetzt? Der Typ wird hier weiterhin rennen, habe ich das Gefühl. Schaut da. Oder haben wir den, der rennt in unsere Richtung natürlich. Und ich kann den nicht überraschen und nichts. Und natürlich können wir hier auch nichts, also schaut das überall rot. Der sieht das hier scheinbar. Ja, da haben wir uns ja in eine sehr geile Situation gebracht.
Wir haben noch ein bisschen Geld. Wir können es also nutzen, um diese Einheit ja in den sicheren Schlaf zu befördern. Hallo. Wir breiben den auch ein bisschen. So. Danke. Wir klauen den dafür. Kostet uns also immer ein bisschen weniger. Und hier hacken. Ja, der ist für 3 Runden K.O. Also können wir theoretisch hier die Tür zumachen. Zack. So, und schauen, ob wir nächste Runde weiterkommen. Ja, die gehen alle zu ihren bewusstlosen Typis. Das soll mal recht sein. Bei ihr würde es gar nicht so schlecht, wenn ich die auch ein bisschen leveln würde. In Stealthing hier. So, dann kann sie jetzt den einen Schritt weitermachen. Sogar 2. Ja, wir haben das Enemy gesighted. Okay. Achso, wenn ich die Tür jetzt zumache, ist das natürlich... Wir bleiben mal so und hoffen, dass wir so in Sicherheit bleiben. Oh, oh, da wurden wir gesehen, glaube ich. Aber die sind da ja alle quasi... Die haben sich gerade alle selbst disqualifiziert, indem hier... Ich werde jetzt, glaube ich, rennen. Also wir machen hier... auf Run. Und machen die Tür zu. So, dann rennen wir... Ja. Ja, wir breiben den natürlich auch. So, es wird, wie ihr seht, es ist eine teure Runde. Auch wenn wir jedes Mal Geld bekommen. Können wir hier lang? Hörst du uns? Nee? Haha, raus mit dir! Also, es war teuer, aber wir haben es geschafft. Wir haben noch ein bisschen Kredits bekommen. Wir haben ziemlich viele Leute bestochen und wir sind in Ebene 4. Mit allen ohne irgendwelche Probleme. Na gut, Probleme, es hatte schon seine Probleme. Extrem toll. Ja, ja, die sind jetzt hier wieder bei den... Wir sind wieder also bei den Drohnen, aber das erleben wir erst in der nächsten Folge. Meine lieben Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Das war ja nervenaufreibend. Ein kleines Mindgaming, aber ich denke, wir haben uns gut geschlagen. Und in der nächsten Folge, ich denke, es wird Samstag sein, sehen wir uns dann wieder. Ich hoffe, ja, also ich freue mich dann, dass ihr da wieder dabei sein werdet. Genau, bis zum Samstag dann. Ciao.